Wir müssen das ein bisschen zumachen, weil wir machen ja das Garagentor, was jetzt hier hinter ist, das kommt weg. Und es kommt eine Wand hin. Und dass wir das Ganze ein bisschen beheizen können, dass der Sven nicht friert, weil das ist ja so eine empfindliche Natur. Und dass natürlich unser ganzer Putz und alles, was wir da aufbringen, dann auch ein bisschen besser trocknet, machen wir das zu. Und natürlich, dass die Nachbarschaft nicht guckt, was wir hier machen. Sonst spricht sich's vielleicht rum. Und die Familie erfährt was, das wollen wir ja auch nicht. Das Garagentor muss raus, weil wir eine komplett andere Nutzung vorgesehen haben. Also aus der ursprünglichen Garage wird jetzt dieser Therapieraum und da muss natürlich an der Fassade was passieren. Ein Garagentor ist nie dicht, ist einlagig und Metall und rostig. Weg damit! Mach mal einen kleinen Randdämmstreifen rein, der, falls im Sommer die Sonne drauf platzen sollte, auf das Mauerwerk. Das soll sich ein kleines bisschen ausdehnen, dass die Stähne nicht zerrubbt. Und so hat es dann hin und drüben ein bisschen Spiel, wo es da ein bisschen arbeiten kann. Hey Lutz, im Gegensatz zu dir, du das arbeiten, das Material. Vor Spaß, ne? Der Lutz ist auch ein fleißiger. Das müssen wir doch schon hart werden lassen. Und wir halt Nachmittag dann Wetter machen. Mhm. Ja. Sieht schon mal ganz gut aus. Ja, die Besonderheit bei der Dusche ist zum einen, dass sie ebenerdig sein wird. Es gibt überhaupt keine Kante mehr zwischen der Duschtasse und der angrenzenden Fliese. Das ist das Erste. Zum anderen haben wir einen Klappsitz vorgesehen hier an der Wand, dass man sich auch in dieser Dusche setzen kann. Und ein drittes Benefit dabei ist, dass wir hier auf der Seite nur eine halbhohe Wand machen, etwa bis hierhin, wo ich gerade bin. Und bis nach oben wird es in Glas, sodass wir das Licht von dem Fenster noch mit in den Duschbereich mit einbeziehen können. Hätten wir gerne die Fenster ganz weit unten bitte ansetzen und das Ganze mittig, genau, hier reinsetzen. Mhm. Weil das Zimmer absolut symmetrisch aufgeteilt wird. Deswegen auch hier auf jeden Fall in die Mitte gehen. Das andere ist zwar außenmittig, das andere Dachflächenfenster, aber ich hätte es gerne genau in der Mitte. Gut. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Also was man deutlich merkt, schon wo die Ziegeln weg sind und das Dach auf ist, es wird einfach hell. Was vorher eine Dunkelzone war und so ein bisschen, ja, stiefmütterlich eigentlich nur genutzt werden konnte, ist jetzt ein hochwertiger Raum geworden. Wir haben natürlich auch Raum gewonnen, indem wir diese Therapiegeräte, die hier standen, alle ins Therapiezimmer bringen können. Und dadurch, dass wir jetzt hier auch einen Kopfhörer gewinnen, kann dieser Bereich hier perfekt genutzt werden. Hier werden Schreibtische stehen, die beiden können rausschauen. Ja, und die Wirkung, wie John schon sagt, die sieht man ja jetzt schon. Wackelt, hat Luft.
Ja, wir haben dann die Glasbausteine gewählt, um eben sehr lichten oder lichtdurchfluteten Raum zu schaffen. Und das bietet sich an, damit eine Wand zu schließen, weil es einfach ein Stein ist, der gemauert wird. Und er ist halt durchsichtig, es kommt Licht durch. Dämmmontagerahmen zusammen. Der kommt jetzt erst in, Fenster, in den Fensterausschnitt, damit ein wärmebrückenübergangsfreie Zone geschaffen ist zwischen Fenster und Fensterausschnitt. Es ist genau so, wie ich es mir vorgestellt habe. Seid ihr zufrieden mit? Wir sind zufrieden. Ja. Dann sage ich vielen Dank. Macht weiter so. Wenn wir noch mal was haben, rufe ich euch an. Gerne. Okay. Alles klar. Bis dann. Tschüss. Schön. Tschüss. Ihr habt diese dunkle Ecke. Da waren Therapiegeräte untergestellt, aber alles war so ein bisschen, ne? Also auch nicht nutzbar, weil es war dort nur abgestellt. Dadurch, dass dort auch kein weiteres Fenster war und das eigentliche Fenster an der Giebelseite sehr klein war, war es wirklich ganz duster und unfreundlich. Ihr wisst Bescheid, ihr könnt quasi gleich loslegen. Vielleicht noch. Ach, wen haben wir hier? Schönen guten Tag. Grüß dich, zu Fuß. Wann bist du losgelaufen? 6 Uhr früh. Es geht um die Heizung, haben wir gerade besprochen. Ich schlage vor, wir schauen uns das vor Ort gleich mal an. A, den Raum und die B, die Gegebenheiten. Mach mal. Okay, dann mal los. Zudem haben wir gerade für die Therapien, die sich am Boden abspielen, eine Fußbodenheizung vorgesehen, dass er eben nicht fußkalt ist. Also vom Material her, dass die Fläche eben sich warm anfühlt. Die Kinder liegen ja am Boden und machen Bewegungsübungen, und damit sie eben nicht auskühlen nach unten. Weil der Fußboden ist ja gerade. Ja, gerade in sich, aber der hat ein Gefälle nach außen. Hilfe! Wo dann? Hier abdrehen. Was hier passiert ist, ja. Gesehen habe ich es nicht. Ich habe nur den Fred schreien hören. Und er hat gemeint, er hätte Rohr getroffen, ja. Von daher. Ja, das haben wir wohl auch. Ja. Und das Rohr haben wir wohl auch getroffen. Ganz nach aus, ja. Ja, dann gab es plötzlich Zwischenrufe. Und es wurde wieder ein Rohr angepiekst mit dem Meißel. Der Fred hatte extra mit dem Meißel behutsam gearbeitet, um da Stein für Stein rauszuarbeiten, und hat doch mit der Ecke eine Leitung angestochen, und dann bei dem Druck kommt natürlich sofort eine Menge Wasser raus. Schade. Ladies and Gentlemen! Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. Can I have it like that? You got it like that. So drop your purse and grab your hips and act like you're trying to get this money right quick. So can I? Ganz wichtig ist, dass wir die Höhe über der Treppe einhalten, damit unser Lift auch genau über die Treppe drüber kommt nachher, damit er nicht irgendwo gegen die Stufe stößt. Mama told me not to come. Mama told me not to come.
mama told me. She said, that ain't no way to have fun. Damit sich der Schmutz nicht in die Fahrbahn reindrückt. Die ist ja kunststoffbeschichtet und wenn die Rollen da drüber laufen, drückt sich der Schmutz in die Fahrbahn fest. Ganz abgeschlossen ist die noch nicht. Nein, das ist das Stichwort. Können wir beide so damit fahren? Wir können beide mitfahren. Ist wohl die Plattform ist bedingt durch die Größe des Hauses ein bisschen klein, aber ansonsten können sie locker mit zwei Mann drauf fahren. Wie sehr also kann man 225 Kilo ja, okay, aus. Okay, dann John, kannst du noch kommen. Können Sie mit drauf gehen? Gerade so. Jetzt frage ich mich halt, ja, das klappt aber gleich runter. Den Kopf hier ich meinen Kopf hier. Der Seite hinnehmen. Ja, das ist nicht sehr komfortabel. So. Nochmal zur Bedienung hin. Mhm. Also wenn wir jetzt hier den Schlüssel einschalten, der wird hier durch einen Klinkenstecker eingeschaltet, den drücke mal rein. Ja. Dann hat er von hier aus Vorrang. Dann kann er nicht mehr über die Außentaste gefahren werden. Also nur noch von hier. Nur noch hiermit. Also so. Damit habe ich jetzt die Führung. Sie wollen jetzt wohin? Nach oben oder nach unten? Wo willst du hin? Fahren Sie nach oben. Immer nach oben. Sie aufwärts und festhalten den Taster. Und jetzt schließt sich die Schranke. Die Schranke schließt sich und dann fährt er los. Ah, so. Aha. Und bitte, das Gelbe ist jetzt für den Notfall. Ja. Was machst du jetzt, Eva? Nochmal aufwärts drücken, loslassen und nochmal. Gut. Genau. Jetzt geht's und festhalten. So. Hey, wenn Sie den Taster loslassen, bleibt er stehen, der Lift. Also ich muss die ganze Zeit gedrückt genau halten. Mhm. Genau. Ja. Kutscher beeil er sich. Du hattest gute Zeiten. Wir waren mit dabei. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Ich kann mir vorstellen, dass für die ersten Tage auf jeden Fall der Lift das absolute Highlight sein wird. Wir werden wahrscheinlich den ganzen Tag rauf und runter sausen, weil die gewinnen dadurch eine unglaubliche Freiheit, sich im Haus rauf und runter bewegen zu können. Also das könnte ich mir schon vorstellen. Nachher wird alles gleichwertig sein. Ich hoffe auch, das Zimmer wird toll werden und sie begeistern. Aber der Lifter ist schon, ne? Was denkst du? Das sehe ich ähnlich, ja. Hi Markus. Hallo. Ich bin's, René. Das ist eine Überraschung. Ich habe was für dich. Ja. Das würde ich bestimmt freuen. Bin ich mal gespannt. Ich habe eine Videobotschaft von der Baustelle. Liebe Familie Schumacher, ich nehme hier gerade euer Haus ganz genau unter die Lupe und schau mal, was die einzelnen Bauarbeiter so machen. Ah, da sehe ich den Lutz im Wohnzimmer. Ah, der fängt schon mal an, die Tapeten abzureißen. Und da oben der Peter, der ist im Bad. Da ist er genau richtig. Da wird sich einiges verändern. Oben im Bad. Oh, und da sehe ich den Sven. Was macht der denn da? Sven? Das Nein! ist doch der, der immer die Wände raus. Lass das! Ja, ja. Das muss stehen bleiben! Was ist das denn? Ja, ja. Oh, Achtung! Ah. Ach du Scheiße. Wo ist er denn? Das ist in der Garage. Das ist in der Garage. Ja. Der duscht sich komplett. Also, Familie Schumacher, das gibt's hier gar nicht mehr. So ein Bad, um Himmels Willen. Das reißen wir erstmal raus, ne? Oh nein. Was ist das denn? Scheiße, Bad. Da ist eine grüne Wand. Ja, die grüne Wand, das ist Gipskarton. Wo ist das? Das ist, glaube ich, in der Garage. Was flexen die denn in der Garage? Das Garagentor. Ach du Scheiße. Mitten durch. Weißt du was? Die sind ja völlig verrückt. Aber da unten brennt doch irgendwas. Sind wir das? Ja, ja. Das ist unsere Baustelle? Ja, natürlich. Was verbrennen wir denn da? Das war doch das ganze Gerümpel da in der Garage. Das musste ja weg. Aber wir können das doch nicht verbrennen. Das sollte doch entsorgt werden. Geht doch. Geht doch. Was für eine Garage. Die ist gut gelungen, hä? Die ist so geil geworden. Alles so gerade. Zack, zack. Das ist genau das, was die wollten. Die wollten ebenerdig reinfahren. Und das ist eine Pferdegarage. Man kann nach allen Seiten raus. Also ich bin so gespannt, was ihr sagt, wenn ihr wiederkommt.
Wir hatten das ja alles so besprochen und ich glaube, wir haben perfekt das gemacht, was ihr euch vorgestellt habt. Das sieht schon gut aus. Tschüss. Ja, ich finde das auch nur aufregend, zu sehen, wie da im Grunde genommen weltfremde Menschen bei uns im Haus oder unser Haus wieder zur Baustelle machen und ich gar nicht weiß, ja, was die da letztlich alles machen. Ich bin jetzt total aufgeregt, ehrlich gesagt.